Es ist ein Wiedersehen mit alten Freunden an einem ganz besonderen Ort. Robin Sarker und Marcel Gruber haben vor genau 10 Jahren im Dietmar-Hopp-Stadion mit der U17 der TSG die deutsche B-Junioren-Meisterschaft gewonnen. Über die erfolgreiche Zeit sprechen die jungen Männer heute noch gerne. Es war das Highlight bis jetzt in meiner Karriere. Meine Familie, meine Freunde waren alle da zur Unterstützung. Und ja, es hat natürlich den Tag vorher schon gekribbelt, bevor ich ins Bett gegangen bin. Und dann auch in der Kabine hat unser damaliger Trainer Guido Streichsbier eine sehr emotionale Rede gehalten und hat uns gepusht. Und ich denke, das hat uns auch ja, den nötigen Push gegeben, dann auch im Spiel. Und ja, es war unglaublich, unvergessliches Erlebnis für mich. 5000 Zuschauer waren es damals. Und es war schon sehr beeindruckend für uns, junge Spieler vor allem. Das erste Mal so ein großes Erlebnis und dann auch noch gleich zu gewinnen, war natürlich toll. Rückblick Sommer 2008. Nach dem Aufstieg der ersten Mannschaft in die Fußball-Bundesliga schreibt die TSG auch mit ihrer U17-Geschichte. In einem offensiv und temporeich geführten Endspiel um die deutsche Meisterschaft besiegt die TSG den Nachwuchs von Borussia Dortmund mit 6:4. Torschütze beim 2:0 unser heutiger U23-Spieler Robin Sarker. Kann ich mich sogar sehr gut erinnern, weil es war auch eines meiner wenigen Kopfballtore, die ich in meiner Karriere gemacht habe bis jetzt. Ja, das Ergebnis alleine, viele haben mich auch gefragt, 6:4 nach Elfmeterschießen oder wie kann das zustande kommen? Ich so, ja, das war in der regulären Spielzeit. Es war ja, ein unglaubliches Spiel, es ging hin und her mit offenem Visier. Und ja, dass ich da auch mal ein Tor machen konnte, war natürlich ein überragendes Gefühl. Aber der Sieg der Mannschaft stand natürlich im Vordergrund. Robin und Marcel sind 2 von insgesamt 7 Spielern, die damals gemeinsam vom Mannheimer Stadtteilclub VfL Neckarau nach Hoffenheim gekommen sind. Einer von ihnen, Marco Terrazino. Woran ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, war die Spielvorbereitung an sich. Ja, einen Tag davor im Hotel übernachtet. Und da hat der Guido uns wirklich super motiviert, hat für jeden einen Brief geschrieben, sehr persönlich. Und es war auf jeden Fall was Schönes. Ich habe leider keinen Brief bekommen, weil im Nachhinein festgestellt worden ist, dass der Guido für mich dann ein Video aus der Saison gezeigt hat, weil ich davor ein paar Spiele nicht getroffen hatte und mir einen großen Kopf gemacht habe. Und ja, mir gezeigt hat, dass ich gut Tore schießen kann. Und das hat ja dann gut geklappt im Finale. Allerdings, Marco schießt 2 Tore im Finale. Auch der damalige Cheftrainer Guido Streichsbier kann sich gut erinnern und kehrt immer wieder gerne zurück nach Hoffenheim ins Dietmar-Hopp-Stadion. Ich kann mich noch erinnern, dass Marco Terrazino da unten nach einem tollen Dribbling das 1:0 erzielt hat. Und da sind dann die Fesseln gefallen. Kurz darauf haben wir das 2:0 gemacht. Und ja, dann durch einen relativ einfachen Fehler, das weiß ich noch, das 2:1. Und dann war eine Dynamik drin. Halbzeitstand war 4:2. Es war einfach von der ersten Minute an, dass beide Mannschaften auf Offensive gepolt waren und wir hatten einfach den besseren Start. Live miterlebt hat das Finale auch Betreuer Hans Schobes. Nach wie vor verfolgt er die Wege der Jungs und freut sich, den einen oder anderen auch mal wiederzusehen. Es war für uns das erste Mal überhaupt, um eine Meisterschaft zu spielen. Es war alles neu. Und es war wahnsinnig spannend und ich sag ja, das 6:4, ich war fix und fertig hinterher. Es war wahnsinnig schön. Auch wenn jeder mittlerweile einen anderen Weg eingeschlagen hat, eines kann den U17-Spielern von 2008 keiner mehr nehmen. Die Erinnerungen an einen ganz besonderen Erfolg.